Freude und Begeisterung. Frage dich, wovon bin ich begeistert? Bin ich von mir als Frau begeistert? Als Mann? Von meinem Leben? Von dem, was ich tue? Da steckt das Thema Feuer drin. Freude hat viel mit Feuer zu tun. Unsere Sprache sagt es ja. Was lebst du eigentlich mit Feuer und Flamme? Da verbrenne ich. Da ist Feuer drin. Und wer seine Freude nicht lebt und umsetzt, da sagt das Feuer, da muss ich an einer anderen Stelle aufkommen, man nennt es Entzündung. Dieser Körper hat 5 Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther, Feinstofflichkeit. Und all diese 5 Elemente wollen gelebt werden. Und wenn du das Feuer nicht lebst, sagt das Feuer, es muss ja irgendwo ein Ofen sein, du bist ja 37 Grad ungefähr warm, oder? Wo ist der Ofen? Das Element Feuer gehört natürlicherweise zu dir, deinem Körper. Wenn du 20 Grad wärst, wärst du tot. Und dieses Element Feuer möchte auch übertragen gesehen gelebt werden. Und jeder weiß das, das lebe ich mit Feuer und Flamme, das ist Begeisterung. Und wenn keine Begeisterung da ist, dann geht das auf Dauer auch gegen den Körper. Zum Beispiel beim Wasser ebenso. Wasser steht für Gefühl. Dein Körper besteht aus 70% und mehr Wasser, als Kind Wasser, 90% fast als Baby. Und ebenso will dieses Wasser gelebt werden, indem die Dinge fließen. Das heißt, wenn die Gefühle nicht fließen, dann fließt es in deinem Leben irgendwie nicht. Dann ist das Stock das, dann gibt es Energieblockaden. Ist das klar? Also Gefühle wollen fließen. Und wie können Gefühle fließen? Indem wir sie bewusst fühlen. Darum heißt ein Gefühl, Gefühl. Geh hin und fühle mich. Was machen wir aber mit Gefühlen, besonders den unangenehmen? Verdrängen, 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 verdrängen. Wir verdrängen und lenken uns ab von unseren Ängsten, von Wut, Scham, Schuld, Ohnmacht und so weiter. Und dann kann auch die Freude nicht gelebt werden und gefühlt werden. Wenn hier Angst ist und da Freude ist, dann schiebe ich mit der Angst die Freude auch weg. Und dann kommt dann so ein so la-la-la-la-Gefühl. Wie geht's? Oh ja, geht's so. Man schlägt sich durch. Ja, ja. Und man nicht klagen. Ja, 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 ja. Das ist das durchschnittliche deutsche Wohlgefühl. Geht schon. Ne? Trinken wir 2 Bier drauf. Ne? Ja. Ne? Aufstehen. Ne? Anziehen. Arbeiten. Abends ein bisschen Spaß. Schlafen gehen. Ja. Aber wie sieht der Zustand aus bei den meisten um 19 Uhr abends? Voller Energie. Es war ein geiler Tag. Also meine Kunden heute, meine Kollegen, geile Typen. Es war super. Und jetzt bin ich voller Energie. Ich könnte Bäume ausreißen heute Abend. Von wegen. 2 Bier und. Woran liegt das? Wir schaffen das, uns an einem Tag zu erschöpfen. Macht keine Katze, kommt abends nach Hause und sagt, ich bin kaputt, ich fällt ins Koma. Ja? Katze und Hunde können diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung halten, aber wir nicht. Und darum rasen jetzt immer mehr Männer, auch ersten Frauen fangen an, in den Burnout, in die Grunderschöpfung. Oder komm, noch den Finger hochheben kannst.